Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die Absicht hinter diesem Video ist, dir einen vollständigen Praxisguide zum Manifestieren bereitzustellen. Ja, das heißt wirklich von A bis Z, vom Verlangen bis hin zur Manifestation in der Außenwelt, sodass du anhand dieses Videos eben bestens gewappnet bist, um dein Wunsch, dein Verlangen, was auch immer dein Verlangen, dein Wunsch, dein Ziel ist, zu verwirklichen. Und auch wenn du dann eben Menschen im Bekanntenkreis hast, die sich vielleicht prinzipiell interessieren für dieses Thema, dass du denen einfach dieses Video schicken kannst und ich garantiere dir, in diesem Video ist eben alles dabei, was du brauchst, um dein Verlangen zu verwirklichen, deinen Wunsch zu verwirklichen, dein Ziel zu erreichen. Du wirst bei manchen Dingen feststellen, dass wir da in vorherigen Videos schon tiefergehend drauf eingegangen sind. Bei anderen Dingen wirst du feststellen, dass ich da noch gar keine Videos zu gemacht habe. Da wird es dann auch nochmal einzelne themenspezifische Videos zu geben, wo es dann nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Aber hier will ich wirklich einmal einen zusammengefassten, vollständigen Praxisguide, eine vollständige Anleitung, die eben einfach das zusammenfasst, was es benötigt, nichts auslässt, was wichtig ist, aber eben auch nicht zu sehr in die Tiefe geht, sondern eben sehr, sehr praxisorientiert, damit du da auch direkt in die Anwendung gehen kannst. Ich habe das Video unterteilt in ja, so 7 bis 8 Schritte, ja, verschiedene Schritte, die es meiner Erfahrung nach einfach, sind, vom Verlangen bis zur Manifestation. Wir werden die alle mal im Einzelnen durchsprechen und wenn du das so befolgst, dieses Prinzip so anwendest, so simpel wie es ist in seiner Einfachheit, dann nochmal, egal was dein Wunsch ist, was dein Ziel ist, garantiere ich dir, kannst du nicht scheitern. Also lass uns gar nicht weiter Zeit vergeuden, sondern eben direkt einsteigen mit dem ersten Schritt, mit dem Beginn vom Ganzen, dem Verlangen. Ja, alles beginnt mit dem Verlangen, mit dem Wunsch, mit dem Ziel. Das ist quasi das Feuer in dir, das ist das Antriebselement. Ohne Verlangen gäbe es keine Veränderung und keinen Fortschritt in der Welt. Ja, also alles beginnt mit dem Verlangen. Das Leben ist das ständige Stillen von neuem Hunger. Das heißt, jeder von uns hat Verlangen in sich, hat Wünsche in sich, Ziele in sich. Und das nenne ich eben das Klopfen an der Tür des Bewusstseins. Ja, das ist, deine Außenwelt schreit dich förmlich an mit jedem Ereignis, mit jedem Umstand, mit jedem Menschen in deinem Leben, wo eben dein Verlangen liegt. Ja, es schreit dich förmlich an, hier hast du ein Verlangen, hier hast du einen Wunsch, hier möchte dein Bewusstsein wachsen und diesen Wunsch durch dich erfahren, die Wunscherfüllung durch dich erfahren. Das heißt, mit dem Verlangen steht und fällt alles, das ist der Beginn von allem. Du brauchst ein Verlangen, einen Hunger, ein Antriebselement, ja, was dich eben vorantreibt, was ein Feuer in dir entfacht, sei es finanziell, sei es partnerschaftlich, sei es gesundheitlich, was auch immer. Du definierst, was dein Verlangen ist, aber da ist ein Verlangen und damit beginnt alles. Ja, ohne Verlangen keine Veränderung. Und darum ist das eben der erste Schritt. Ja, also wenn ich eben ein Verlangen habe, dann fange ich erstmal an, das Verlangen zu definieren. Was ist überhaupt das Verlangen? Denn vielleicht habe ich so im Kopf, okay, ich hätte gern 1 Million Euro auf dem Konto. Da sage ich, das ist nicht das eigentliche Verlangen, denn ich habe nichts davon, wenn jetzt hier auf dem Boden 1 Million Euro liegen, ich die aber nie anfasse. Das heißt, das, was ich mir mit dem Geld zu verwirklichen erhoffe, das ist mein Verlangen. Ja, sei es Lebensstandard XY, sei es einfach die Freiheit zu wissen, dass es mir nie wieder an Geld mangelt oder dass ich immer mehr Geld zur Verfügung habe, als ich eben ausgebe. Genauso ist es partnerschaftlich, ja? Wenn ich eben glaube, es muss dieser eine Mensch sein. Aber was erhoffe ich mir durch diesen Menschen oder durch eine Partnerschaft mit diesem Menschen? Ja? Dahinter ist das eigentliche Verlangen, Geborgenheit, Sicherheit, Zweisamkeit, was auch immer. Du definierst das und es liegt einzig und allein an dir. Beziehungsweise das ist dein Verlangen und darum definierst du, was dein Verlangen ist. Das kann dir niemand sagen und das hat dir niemand zu sagen. Aber was ich eben meine ist, dass ich das Wie oder das Wer, ja, von dem ich eben glaube, das ist mein Wunsch, mein Verlangen, das ist mein Ziel, die 1 Million Euro, dass ich da eben hinterfrage, was ist das Verlangen dahinter, was sind die Qualitäten dahinter, die Seinsqualitäten. Ja, also, wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Das sind nicht die 1 Million Euro auf dem Boden, sondern wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Was wäre anders in meinem alltäglichen Leben? Ja, und dann komme ich eben sehr, sehr genau auf mein eigentliches Verlangen und kann dann in Schritt 2 dieses Verlangen bzw. das Verlangen als erfüllt wahrnehmen, indem ich es auf einen simplen Akt komprimiere, der impliziert, dass mein Verlangen
Nicht, dass es sich jetzt gerade erfüllt, sondern dass es bereits erfüllt ist. Also wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Ich nehme also vorweg, dass ich bereits diese Person bin. Nicht, dass ich sie werde, nicht, dass ich sie jetzt gerade werde, sondern dass ich sie völlig natürlich schon bin im Alltag. Ja, also was wäre in meinem ganz normalen Alltag anders, wenn mein Wunsch erfüllt ist, wenn ich finanziell frei wäre? Und damit gehen wir in den zweiten Schritt, eben die Ausarbeitung einer simplen Szene, eines simplen imaginativen Akts, der einfach impliziert, dass mein Wunsch bereits erfüllt ist. Ja, zweiter Schritt, der Akt. Ja, der imaginative Akt. Prinzipiell geht es immer darum, egal welche Technik ich verwende, welche Methode ich verwende, also lass dir da auch nicht irgendwie einreden, dass es da irgendein Geheimnis gibt oder dass es da, hey, eine neu erfundene Technik gibt oder sowas. Prinzipiell geht es immer um eine Sache. Ich wünsche etwas, was ich momentan nicht bin. Und das Ziel ist nun, von der Prämisse aus, dass Vorstellungskraft, das Bewusstsein meine einzige Realität ist und dass die Vorstellung vorangeht, die Außenwelt folgt, ist eben das Einzige, was ich tue oder was ich tun möchte, dass ich den Wunsch, also das, was ich sein will, aber noch nicht bin, ins Hier und Jetzt hole, im Hier und Jetzt erfahre, als erfüllt. Ne, und da habe ich dir ja gerade schon gesagt, die Leitfrage ist immer, wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Weil wenn ich mir diese Frage stelle, komme ich weg vom Wie oder vom Wer oder vom Was, hin zu, wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Welche Seinsqualitäten habe ich dann in mir, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Ne? Weil wenn, wie gesagt, wenn ich mich aufs Geld fixiere, diese 1 Million Euro, dann halte ich diese Trennung zwischen Innen- und Außenwelt aufrecht und sehe dann das Geld, was ich noch nicht habe, was ich aber haben möchte. Während wenn ich einfach diese Seinsqualitäten, die ich haben möchte, die finanzielle Freiheit, der Lebensstandard XY, vielleicht einen Mehrwert zu schaffen damit, was auch immer, wenn ich mir das aneigne, dann verschmelze ich damit, dann identifiziere ich mich damit und dann kommt das Wie, das Geld, eben ganz automatisch zu mir. Ja, das heißt, frage dich, wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Was wäre in meinem Alltag anders, wenn mein Wunsch bereits erfüllt wäre? Und picke dir dann eine simple Szene raus, einen simplen kurzen Akt, der keine Details beinhaltet, der aber impliziert, dass dein Wunsch bereits erfüllt ist. Das kann dann so etwas sein wie dein bester Freund, deine beste Freundin, die dich fragt, wow, wie hast du das gemacht? Ja, und dann höre ich nur diesen Satz, in meiner Vorstellung höre ich nur diesen Satz, wie hast du das gemacht? Ja, die Stimme des Freundes, der Freundin, in den Worten, die eben dieser Mensch normalerweise verwendet, ja, also in seinem Wortschatz, in seiner Betonung. Aber ich höre dann nur diesen Satz, ich nehme dann nur die Sinneswahrnehmung des Hörens und erfahre dies in meiner Vorstellung. Ja. Das ist Vorstellungskraft, ist spirituelle Wahrnehmung. Oder es kann sein, wie würde ich abends ins Bett gehen, wenn mein Wunsch erfüllt wäre? Ich würde mit einer anderen Stimmung ins Bett gehen. Ja, wie würde ich aufstehen? Oder wie würde ich dies, das oder jenes tun, was ich im Alltag sowieso immer tue, was aber aus meiner Wunscherfüllung sich einfach anders anfühlt? Ne? Also beim Thema finanzielle Freiheit habe ich ja schon öfters erwähnt, wie würde ich im Supermarkt meinen PIN an der Kasse eingeben? Wenn ich finanziell frei bin, dann gebe ich ihn einfach ein und sehe wahrscheinlich gar nicht genau, was auf der Kasse jetzt für einen Endpreis steht. Während wenn ich jeden Cent umdrehen muss, vielleicht sogar verschuldet bin, ja, dann gucke ich ganz genau und habe beim Eingeben schon so den Gedanken, oh, reicht das jetzt noch? Da wird noch Rechnung XY abgebucht. Also es ist eine ganz andere Haltung, aus der ich etwas kaufe. Also ein alltäglicher Akt, eine simple Szene, die eben impliziert, nicht, dass mein Wunsch sich erfüllen wird, nicht, dass er sich jetzt gerade erfüllt, sondern dass er sich bereits erfüllt hat und ich das Leben aus der Wunscherfüllung bereits alltäglich, naturgemäß lebe. Dass ich bereits der bin, der ich sein will. Wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Also einen simplen Akt, nimm da ein oder zwei Sinneswahrnehmungen, hören, sehen, tasten, schmecken, was auch immer, aber komprimiere es wirklich auf diesen einen Akt. Versuche da nicht so ein Mind-Movie, so ein Kino irgendwie aufzuführen in deiner Vorstellung, denn das kann zwar sehr viel Spaß machen und das kann auch Euphorie in dir auslösen, aber es wird sich einfach nicht natürlich, nicht echt anfühlen. Du wirst nicht damit verschmelzen. Während wenn ich einfach das Hören nehme, ja, und ich höre einfach meinen besten Freund mich fragen, hey, wie hast du das gemacht? Und ich höre, 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 höre. Ich höre einfach diesen Satz in meiner Vorstellung.
Naja, dann wird das Ganze, und zwar nicht nur dieser Akt, sondern alles, was dieser Akt impliziert, und das habe ich eben vorher festgelegt, ja, das heißt, wenn mein Wunsch erfüllt ist, wird er mich fragen, wie hast du das gemacht? Wenn ich also mich diesem, nur diesem einen Satz, den ich höre, den ich einfach wahrnehme, und das kann ich in meiner Vorstellung, ich kann in meiner Vorstellung audiovisuell wahrnehmen. Ja, es ist dir möglich. Und dann wird eben dieser gesamte Zustand, all das, was das für mich impliziert, wird eben sehr natürlich für mich. Ja, während wenn ich jetzt dieses eine Event X, dieses, der Wunsch erfüllt sich jetzt gerade, wenn ich das eben imaginiere, dann, ja, dann wird es einfach nicht natürlich. Ne? Also das zum Akt. Und wenn ich dann mir einen simplen Akt gepickt habe, nachdem ich mir die Frage gestellt habe, wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist, was wäre in meinem Alltag anders, dann kommen ein paar Szenen auf und dann nehme ich mir eine simple alltägliche Aktivität, die sich aus der Wunscherfüllung aber einfach anders anfühlen würde. Und wenn ich mir da eben einen simplen Akt gepickt habe und pick dir da einfach einen raus, such nicht nach der perfekten Szene. Es ist nicht die Szene selbst, es ist das, was die Szene impliziert. Dann geht es darum, mich diesem Akt im Hier und Jetzt hinzugeben. Und das ist Schritt 3. So, ich habe mir einen Akt rausgesucht, eine simple Szene, die impliziert, dass mein Wunsch erfüllt ist. Und dann geht es darum, mich im Hier und Jetzt dieser Szene, diesem imaginativen Akt hinzugeben. Wie mache ich das? Ich setze mich hin, ich lege mich hin, ich schließe meine Augen, komme einfach etwas zur Ruhe. Dafür ist kein tief meditativer Zustand notwendig. Ja? Also diesen Begriff Dämmerzustand, da verstehen einige auch, dass sie erstmal jetzt 30 Minuten meditieren müssen, bis eben der Geist oder der Kopf völlig frei ist von Gedanken und dass sie dann erst imaginieren können. Das ist totaler Quatsch. Ja? Wenn du dir vorstellst, dir eine Pizza zu bestellen und dann eben zum Hörer greifst oder online bestellst, dann hast du dafür nicht erst 30 Minuten meditiert, um dich dieser Vorstellung hinzugeben. Ja? Das heißt, ich setze mich hin, ich lege mich hin, ich schließe meine Augen, ich entspanne mich einfach. Ich mache mir klar, dass meine Vorstellung immer, 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 immer vorangeht und die Außenwelt folgt. Das heißt, es ist egal, was ich mir vorstelle, die Außenwelt wird folgen. Von dieser Prämisse beginne ich. Vorstellungskraft, Bewusstsein ist die einzig existierende Realität. Alles andere ist ein Spiegel. Okay, dann habe ich mir meine Szene rausgepickt und gebe mich dieser Szene hin. Ja, das heißt, ich nehme diese ein oder zwei Sinneswahrnehmungen, die diese Szene beinhaltet, und gebe mich dem Ganzen einfach im Hier und Jetzt hin. Ich stelle mir es nicht vor, damit es verdammt nochmal dann irgendwie im Außen passiert. Ich stelle mir es mir vor, weil es gerade passiert. Ja, des Genusses im Hier und Jetzt wegen. Das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Wenn ich verstehe, dass meine Vorstellung mir dieselbe Zufriedenheit gibt, wie die Manifestation im Außen. Denn das Außen ist immer ein Spiegel. Also wenn ich es in meiner Vorstellung nicht als erfüllt erfahre, dann wird es sich auch im Außen nicht erfüllen. Ja, das heißt, ich stelle mir vor, weil es gerade geschieht, nicht damit es geschieht. Ich gebe mich also diesem Akt, dieser Szene hin. Ich höre zum Beispiel die Stimme meines besten Freundes, wie er mir sagt, in seiner Tonlage, in seinem Wortschatz, wow, wie hast du das gemacht? Oder ich freue mich für dich. Oder ich gratuliere dir. Oder wenn ich krank bin und gesund sein will, ich habe dich noch nie in besserer Verfassung gesehen. Was auch immer, was er eben sagen würde, so was seiner Natur entspricht. Und ich höre einfach und merke die Zufriedenheit, die sich in mir breit macht. Denn während ich ihm diesen Satz sagen höre, der impliziert, dass mein Wunsch erfüllt ist, kann ich mich nicht schlecht fühlen. Es ist nicht möglich. Denn wo ich in meiner Vorstellung bin, dort bin ich eben tatsächlich. Und wenn mein Freund mir gratuliert zu etwas, was ich geschafft habe, zu dem Wunsch, den ich mir erfüllt habe, zu meinem Ziel, das ich erreicht habe, naja, dann kann ich nichts als Zufriedenheit, Dankbarkeit, Fülle spüren. Und das ist Hingabe, im Hier und Jetzt zu erfahren, dass der Wunsch erfüllt ist. Und das kannst du jederzeit tun. Dafür musst du nicht erst tief meditieren, du kannst dich aufs Bett legen, du kannst dich aufs Sofa setzen, du kannst es beim Abwasch tun, du kannst es, egal wo du bist, egal was du gerade tust, deine Vorstellungskraft ist immer bei dir und du kannst dich jederzeit dem erfüllten Wunsch hingeben. Und das tust du eben über diesen simplen Akt. Ne, weil wenn er zu lang ist, wenn es so ein komplettes Mindmovie ist und ich wie auf eine Leinwand gucke, dann, ja, dann fange ich an zu schwelgen, dann ist es eine Tagträumerei, dann ist es eine. Es ist dann einfach sinnlos. Ne, es ist dann, ach, das wäre schön. Aber es ist kein spirituelles Erfahren. Ja? Imagination ist, es ist die Wahrnehmung, es ist eine subjektive Erfahrung, die mir dieselbe Zufriedenheit gibt wie die objektive Erfahrung, die im Außen.
Das ist also Hingabe. Ich stelle mir vor, weil es geschieht, nicht damit es geschieht. Und so gebe ich mich diesem Akt hin. Ja, was passiert dann, wenn ich mich diesem Akt des Genusses wegen im Hier und Jetzt hingebe? Du wirst an den Punkt kommen, an dem dieser Akt natürlich für dich wird. Was meine ich mit natürlich? Natürlich meint selbstverständlich, völlig normal, fast schon langweilig. Ja, irgendwann stelle ich mir die Frage, hey Moment, warum gratuliert mein bester Freund mir jetzt noch dazu? Es ist doch schon längst so, ja. Also es wird etwas völlig Natürliches und damit eben alles, was dieser Satz impliziert, ja, sprich meine Wunscherfüllung, wird völlig natürlich für mich. Das Verlangen verlässt mich. Der Wunsch ist tot. Warum? Weil der Wunsch erfüllt ist. Ja, wenn der Wunsch erfüllt ist, ist der Wunsch tot. Wenn ich Hunger habe und esse, dann habe ich keinen Hunger mehr. Und diesen Punkt wirst du eben, du wirst ihn wahrnehmen, einfach dadurch, dass du keine Lust mehr hast, diesen Akt zu wiederholen. Ne, das ist das Gefühl der Natürlichkeit, der Selbstverständlichkeit. Das ist ein, vorher war es ein, ach, das wäre schön, wenn, und jetzt ist es ein, ja, es ist bereits so. Ja, es ist doch schon so. Ne, warum soll ich den Akt jetzt weiter wiederholen? Das ist wie wenn ich meine Augen schließe und mir vorstelle, ich heiße Daniel, ich heiße Daniel, ich heiße Daniel. Da komme ich mir spätestens nach einer Minute ziemlich blöd vor. Und dieses selbe Gefühl der Natürlichkeit wirst du eben, völlig egal, was dein Wunsch ist, völlig egal, wie weit du davon entfernt zu sein scheinst, an diesen Punkt wirst du kommen, wenn du eben die vorherigen Schritte so befolgst. Was also dann? Ja, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, an dem ich einfach keine Lust mehr habe, den Akt zu wiederholen, dann öffne ich meine Augen oder wenn ich es abends im Bett tue, schlafe ich eben einfach ein. Ja, wenn ich es während des Tages tue, öffne ich meine Augen und gehe einfach weiter meinem Alltag nach. Und damit sind wir beim Thema Beständigkeit. Und das hatten wir auch schon in einem vorherigen Video. Beständigkeit ist ein Genuss, weil Beständigkeit etwas Automatisches ist, etwas eher Unbewusstes, etwas, was ich einfach tue. Wenn ich das Gefühl der Natürlichkeit erreicht habe, dann habe ich den Zustand festgenagelt. Und damit bin ich dann beständig in diesem Zustand. Ja, es ist wie ein Arzt, der eben am Tag 20, 30 Patienten hat. Er wechselt zwar in den Zustand der Krankheit, weil er sonst sein Gegenüber, seinen Patienten überhaupt nicht verstehen könnte, aber für ihn ist eben der Zustand der Gesundheit absolut natürlich und darum wechselt er, sobald er nach Hause geht, wieder in den Zustand der Gesundheit. Das ist der Zustand, den er bewohnt. Und wenn ich eben so lange in diesem Akt bleibe, der impliziert, dass mein Wunsch erfüllt ist, bis er sich natürlich anfühlt, dann werde ich immer dahin hin zurückkehren. Ja, das ist dann mein gewohnheitsmäßiger, natürlicher Zustand. Und das ist Beständigkeit. Nichts anderes ist Beständigkeit. Beständigkeit ist keine Aufgabe, die ich mir irgendwie auferlege und ah, ich muss jetzt beständig, beständig, beständig. Also es hat nichts mit Disziplin oder sowas zu tun. Nichts mit Aufwand zu tun, sondern es ist etwas völlig Natürliches. Du bist immer, immer beständig in einem Zustand. Ja, das heißt, du kehrst immer in einen Zustand zurück, sei es Krankheit, Gesundheit, Armut, finanzielle Freiheit, Alleinsein, nicht Alleinsein, glücklich sein, nicht glücklich sein. Das alles sind Zustände und du hast gewohnheitsmäßige Zustände, in die du zurückkehrst, das heißt, bei denen du beständig bist. Und ich wiederhole diesen Akt dann, wenn ich eben das Verlangen danach habe. So einfach ist das. Das Verlangen ist immer mein Wegweiser. Ja, also ich öffne nach dem Akt meine Augen und gehe meinem Alltag nach, beziehungsweise abends schlafe ich einfach ein. Und dann, wenn ich das Verlangen wieder danach habe, ja, da gehen wir gleich auch nochmal bei den Veränderungen drauf ein. Wenn ich aber das Verlangen danach habe, dann gebe ich mich einfach des Genusses wegen im Hier und Jetzt, dem Akt wieder hin. Das ist Beständigkeit. Ja, kommen wir zu den Veränderungen, die ich eben wahrnehmen kann, die mir auch ein Indikator dafür sind, dass ich den erwünschten Zustand festgenagelt habe. Wenn ich mich also dem Akt hingegeben habe, bis er sich natürlich für mich angefühlt hat, sprich, bis das Verlangen mich einfach verlassen hat, bis das Verlangen tot ist, weil ich jetzt aus der Wunscherfüllung herauslebe, ich dann meine Augen öffne, dann bin ich, wie gesagt, erstmal beständig, völlig unbewusst beständig in diesem neuen gewohnheitsmäßigen Zustand. Und mein Bewusstsein macht sich direkt an die Arbeit, diesen Zustand eben dem Außen zu spiegeln. Ich mache die Augen auf und sehe erstmal, alles ist wie vorher. Also meine Sinne zeigen mir nach wie vor das, was sie mir davor gezeigt haben, nämlich das, was ich nicht will. Aber die sofortige Veränderung, die du eben feststellst, ist, dass deine Gedanken sich verändert haben, dass deine Reaktionen sich verändert haben
Das heißt, deine Reaktionen den noch selben Umständen gegenüber, ja, die verändern sich augenblicklich. Wenn ich also finanziell schlecht dastehe, finanzielle Freiheit durch einen simplen Akt vorwegnehme, darin verweile, des Genusses wegen im Hier und Jetzt, bis dieser Akt für mich natürlich, langweilig, selbstverständlich wird, meine Augen öffne, da liegt immer noch der Stapel von Rechnungen auf dem Tisch, aber meine Reaktionen diesem Stapel von Rechnungen gegenüber haben sich verändert. Die Rechnungen triggern mich nicht mehr so. Ich reagiere nicht mehr panisch, sondern ich bin deutlich gelassener, fast schon gleichgültig diesen Rechnungen gegenüber. Warum? Weil ich eben den Zustand der finanziellen Freiheit festgenagelt habe. Und wenn ich aus dem Zustand der finanziellen Freiheit auf meine Welt blicke oder in diesem Zustand lebe, naja, dann können Rechnungen mir nichts anhaben. Dann können die mich nicht panisch reagieren lassen, denn ich habe ja innerlich vorweggenommen, dass ich immer mehr Geld habe, als ich eben benötige. Also wie können mich Rechnungen triggern? Nicht möglich. Das sind also die ersten Veränderungen, die du augenblicklich merkst. Die benötigen keine Zeit, die merkst du augenblicklich. Veränderte Gedanken, veränderte Reaktion und auch eine veränderte Grundstimmung. Ja, weil ich einfach meinen Wunsch, mein Verlangen, diesen Hunger als erfüllt wahrgenommen, erfahren habe. Und das führt natürlich zu einer Zufriedenheit. Das heißt, ich bin, und damit meine ich jetzt nicht, dass ich euphorisch durch den Raum hüpfe, sondern dass ich einfach eine zufriedene Grundstimmung habe. Ja, das wirst du auch feststellen dann. Das sind die ersten Veränderungen, die du feststellst. Und dann beginnen die Dinge eben ins Rollen zu kommen. Das heißt, es ergeben sich Umstände, Ereignisse, ich treffe auf Menschen, Menschen verändern ihr Verhalten mir gegenüber. Alles Dinge, die ich vielleicht erstmal gar nicht wahrnehme, die ich höchstwahrscheinlich gar nicht wahrnehme, weil sie eben sehr natürlich geschehen und auf einem Zeitraffer, ja, das heißt, auf dieser Zeitachse verlaufen. Das heißt, ich gehe über diese Brücke von Ereignissen. Und werde die Veränderung wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Das ist, ne, wie wenn ich mir meine Haare auf dem Kopf wachsen lasse. Sobald ich, oder wenn ich beim Friseur war und sobald ich beim Friseur rausgehe, die Haare sind ja direkt wieder am Wachsen. Beziehungsweise sie haben ja nie aufgehört zu wachsen. Sie wachsen permanent, Stück für Stück für Stück. Aber sehen tue ich die Veränderung erst nach, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen. Ja, dann sehe ich, oh wow, die sind aber ganz schön gewachsen. Aber den Prozess des Wachsens, den sehe ich eben nicht. Und genauso ist es eben mit der Manifestation, mit dieser Brücke von Ereignissen, über die ich gehe. Ja, da ergeben sich Umstände, Ereignisse, mir kommt eine Idee, ich mache dies, das, ich tue völlig automatisch und ich kann auch gar keine Chancen verpassen, weil der Zustand, den ich innerlich bewohne, der muss sich ausdrücken. Es ist anders nicht möglich. Darum, im Außen tue ich nichts bewusst, ich werde sozusagen getan. Ja, ich tue ganz automatisch die Dinge, die eben notwendig sind, damit sich mein Wunsch erfüllt. Es treten ganz automatisch die Ereignisse in mein Leben, die Umstände in mein Leben, die Personen in mein Leben, die eben zur Wunscherfüllung notwendig sind. Und das ist eben diese Brücke von Ereignissen, über die ich dann ganz automatisch gehe, die ich aber so höchstwahrscheinlich gar nicht wahrnehme. Die ich vielleicht rückblickend dann, wenn die Manifestation eingetroffen ist, reflektierend wahrnehmen kann. So, hey, so und so und so ist es gekommen. Aber was dir eben ein ganz klarer Indikator ist an Veränderungen, beziehungsweise ein Indikator dafür, dass du deinen erwünschten Bewusstseinszustand festgenagelt hast, sind eben deine veränderten Gedanken, deine veränderten Reaktionen den noch selben Umständen gegenüber und einfach deine veränderte Grundstimmung, eine Zufriedenheit, eine allgemeine Zufriedenheit, die sich einstellt, weil du innerlich einfach in der Wunscherfüllung lebst. Und deine Stimmung ist immer abhängig davon, was innerlich in dir los ist, niemals davon, was im Außen los ist. Und damit kommen wir zum letzten Schritt, ja, zur Manifestation, zur Verwirklichung des Wunsches in der Außenwelt. Und da, ne, wie gesagt, wirst du eben über eine Brücke von Ereignissen hinkommen. Das heißt, du wirst es überhaupt nicht feststellen und irgendwann merkst du, wow, mein Wunsch hat sich ja schon erfüllt. Ja, das heißt, ich blicke mal zurück, mein Wunsch hat sich gefüllt, das und das und das hat sich schon verändert. Ja, das heißt, es geschieht immer auf so eine natürliche Art und Weise, dass ich mich immer fragen könnte, wäre das nicht sowieso geschehen? Oder habe ich das wirklich durch meine Vorstellungskraft ausgelöst? Und darum wird es auch wahrscheinlich eben dazu kommen, dass Menschen in deinem Umfeld dir nicht unbedingt glauben werden, dass du das in deiner Vorstellungskraft erschaffen hast. Weil es eben so natürlich geschieht, so über diese Brücke von Ereignissen, so, ja, so natürlich geschieht einfach, dass man die Ursache immer im Außen finden könnte. Ja? Also wenn ich mir jetzt ein Auto wünsche, in meiner Vorstellung vorwegnehme, dass ich dieses Auto fahre, dann wird es nicht vom Himmel runterfallen und steht auf einmal in meiner Einfahrt, sondern es
geht eben über eine Brücke von Ereignissen in dieser dreidimensionalen Welt, in der wir eben an Raum und Zeit gebunden sind, wird es eben, ne, in einem Zeitraffer verlaufen, über eine Brücke von Ereignissen, und tritt dann völlig natürlich in meine Welt. Und ich werde dann rückblickend feststellen, wow, so und so und so hat sich mein Wunsch erfüllt, die und die und die Dinge sind geschehen. Aber währenddessen werde ich es überhaupt nicht wahrnehmen, weil ich all diese Dinge völlig natürlich, völlig selbstverständlich tue und sich die Dinge einfach fügen. Ja, also ich tue nichts bewusst, ich werde getan. Ich nehme etwas innerlich vorweg und dann werde ich getan im Außen. Ne? So tritt die Manifestation immer in dein Leben. Ja, also dafür vielleicht noch ein kleines Beispiel. Als ich eben nicht wusste, was ich tun möchte beruflich, aber nur wusste, naja, was das Verlangen dahinter ist, welche Seinsqualitäten dahinter stehen. Selbstständig arbeiten, ja, das heißt eben mein eigener Chef sein, entscheiden, wann und wo ich arbeite, wie viel ich arbeite, ein gewisses Einkommen natürlich, einen gewissen Lebensstandard, und auch ganz wichtig für mich halt einen Mehrwert zu schaffen, ja, also daran war es eben auch geknüpft. Also Geld zu gewinnen oder so war nie eine Option für mich, weil ich einfach eben mit dem Mehrwert, den ich schaffe, quasi mein regelmäßiges Einkommen generieren wollte. Das war für mich das Verlangen. Und das kann für dich völlig anders aussehen. Das ist absolut in Ordnung. Jeder hat sein Verlangen. Aber ich habe es eben ganz klar definiert, wusste dennoch nicht, was das Wie ist. Also wie es in mein Leben tritt. Welche Tätigkeit. Ich habe also einfach angenommen, dass es so ist. Wie durch eine simple Szene, wie mir ein Freund eben gratuliert dazu, dass ich es geschafft habe. Und er hat dann nicht in meiner Vorstellung gesagt, ah, du hast jetzt das und das und das geschafft, sondern Glückwunsch, wow, du hast es geschafft. Fertig. Denn das impliziert für mich, dass ich diese finanzielle Freiheit erreicht habe. Dass ich dieser selbstständigen Tätigkeit, die Mehrwert schafft, die mir einen sehr guten Verdienst einbringt, die eben all diese Verlangen mit einbezieht, dass ich dieser Tätigkeit nachgehe. Das hat dieser Satz impliziert. Dem habe ich mich im Hier und Jetzt des Genusses wegen hingegeben. Ja, also ich habe nicht gesagt, ich stelle mir das jetzt vor, damit es verdammt nochmal im Außen passiert, sondern ich habe eben gesagt, ich stelle es mir jetzt vor, weil es gerade passiert, weil es jetzt gerade ein Genuss ist und mir jetzt gerade Zufriedenheit gibt. Habe mich also dieser Stimme einfach hingegeben. Ich habe einem Freund von mir einfach diese Worte auf seine Lippen gelegt, ja, und habe einfach zugehört. Ich habe in meiner Vorstellung einfach zugehört, wie er mir diesen Satz sagt. Und bin darin verweilt und kam dann eben an den Punkt, an dem das Verlangen mich verlassen hat. Ich hatte einfach keine Lust mehr, weiter diesen Satz zu hören, weil es für mich einfach völlig normal war, völlig selbstverständlich war, dass ich das Ziel erreicht habe. Und das ist eben der Punkt der Natürlichkeit dann gewesen. Augen geöffnet, nichts davon in Sicht, ja, nicht mal in Sichtweite. Also im Außen war alles genau wie vorher. Aber Gedanken haben sich verändert, Reaktionen haben sich verändert. Und meine Stimmung hat sich verändert. Ich war einfach grundlegend zufriedener. Und das hat mein Umfeld auch direkt mitbekommen. Ja, also die Stimmung verändert sich eben auch augenblicklich. Und immer wenn das Verlangen wieder aufkam oder ich gemerkt habe, dass mich die noch selben Umstände nun doch wieder triggern, naja, dann habe ich mich einfach des Genusses wegen im Hier und Jetzt wieder dem Verlangen hingegeben und habe einfach wieder die Stimme meines Freundes gehört. Bis zu dem Punkt, an dem ich wieder keine Lust hatte. Dann war ich wieder zufrieden, glücklich. Und sah den Wunsch als erfüllt. Und damit hatte sich das wieder. Und so habe ich es eben getan, bis mir dann nach 2 Monaten die Idee kam, alle 10 Bücher von Neville Goddard zu übersetzen. Dafür habe ich dann 1,5 bis 2 Monate gebraucht. Veröffentlicht. Liefen gut. Facebook, Instagram eröffnet. Dort eben auch Beiträge geteilt täglich. Habe dann angefangen, eben mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das heißt 1-zu-1-Coaching. Habe dann ein zweites Buch geschrieben, Margaret ist schön. Das heißt, all diese Dinge, die habe ich einfach automatisch getan. Ja, also als mir die Idee kam, diese 10 Bücher zu übersetzen, war das nicht, dass ich irgendwie mir einen Businessplan erstellt habe, irgendwas ausgearbeitet habe, sondern eines Nachts kam mir einfach die Idee, Moment mal, ich habe diese 10 Bücher auf Englisch, ja, den Complete Reader die ganze Zeit zu Hause. Warum übersetze ich nicht einfach diese 10 Bücher und gebe ein Sammelband heraus? Denn das gab es halt noch nicht auf Deutsch. Und das war dann keine Sache von Abwägen, sondern ich konnte nicht anders, als mir noch in derselben Nacht einen Laptop zu bestellen. Und dann eben, als er ein paar Tage später ankam, direkt loszulegen und dann wirklich 7, 8, 9 Stunden, ohne dass es sich einen Moment wie Arbeit angefühlt hat, es war Genuss, es war leicht, es war einfach, habe ich es eben einfach getan.
Ich wurde getan. Also es benötigt nie Disziplin oder sowas. Wenn eben der Zustand natürlich für mich ist, wenn ich innerlich darin wohne, dann braucht es keine Disziplin, sondern dann ist es einfach simpel, einfach und ich tue es automatisch. Ne, und so habe ich eben innerhalb kürzester Zeit mein Leben komplett verändern können, was den finanziellen Aspekt angeht, was die Selbstbestimmtheit angeht. Ja? Das heißt, zu arbeiten, wann ich will, von wo ich will, wie lange ich will, und eben auch diese Erfahrung zu machen, einen Mehrwert zu schaffen. Also etwas zu tun, wo ich das Gefühl habe, damit helfe ich Menschen. Und da bin ich nicht nach 40 Jahren dann an dem Punkt, wo ich mich frage, okay, was habe ich jetzt getan mein Leben lang? Und das ist eben ganz wichtig, es geht zügig. Es braucht keine 2, 3 Jahre. Du musst dir da nicht selber irgendwelche Zeitgrenzen setzen. Es geht sehr zügig und egal, was dein Wunsch ist, wenn du diese Schritte so simpel, wie sie sind, und sie sind eben sehr simpel, wenn du sie so befolgst, wie in diesem Video besprochen, egal was dein Wunsch ist, was dein Ziel ist, du wirst es in der absehbaren, in der nahen Zukunft verwirklichen können, erreichen können. Hundertprozentig, das garantiere ich dir. Ja, das also der vollständige Praxisguide zum bewussten Manifestieren. Befolge diese Schritte einfach und du wirst dein Ziel in absehbarer Zukunft verwirklichen. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die sich eben auch dafür interessieren, dann schick ihnen gerne einfach dieses Video, denn das ist meine Absicht, dass es einfach ein vollständiges Video auf YouTube gibt, anhand dessen eben jeder sein Ziel verwirklichen kann, weil es mehr nicht braucht. Natürlich kann man dann in den themenspezifischen Bereichen weiter in die Tiefe gehen. Ja, das heißt auch, was den Akt selbst angeht, kann man da noch verschiedene Methoden anwenden und so weiter. Und da wird eben natürlich auch noch einiges kommen auf diesem Channel. Aber hier hast du eben wirklich einen vollständigen Praxisguide, der alles beinhaltet, was du für die Anwendung, für die Verwirklichung deines Ziels benötigst. Also teile das auch gerne mit Bekannten, die sich eben dafür interessieren. Ganz wichtig noch, ich will am Mittwoch einen zweiten Teil hochladen, wo ich ein Q&A mache. Ja, das heißt, wenn sich jetzt nach diesem Video noch Fragen ergeben haben, schreib sie gerne in die Kommentare oder schreib mir auf Instagram oder auf Facebook. Dann werde ich deine Frage auch in das Video mit reinnehmen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn du an weiteren tiefer gehenden Videos interessiert bist, abonniere gerne diesen Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.